Wenn man Science Fiction mit Dark Souls kreuzt, dann kommt dabei The Surge heraus. Oder Hellpoint. Oder der Punkt ist, selbst ein Zukunftssetting ist unter Souls-like nicht mehr die taufrischeste Idee. Und trotzdem will Dolmen, das 2022 für PC, PS5 und die neuen Xbox-Konsolen rauskommen soll, genau in diese Kerbe schlagen. Es mixt also ein futuristisches Setting mit der beliebten Gameplay-Formel. Aber Dolmen hat zum Glück auch ein paar eigene Ideen. Selbst wenn uns die ersten Spielminuten ernüchternd dachten ließen, das ist nur der nächste Dark Souls-Klon. Beim längeren Anspielen einer Demo-Version konnte der Titel dann aber doch eine ganz eigene Faszination entfalten. Um Genre-Fans im nächsten Jahr allerdings wirklich überzeugen zu können, müssen die Entwickler noch ein paar nervige Stolpersteine aus dem Weg räumen. Dieses Video wird euch präsentiert von Beyer Dynamic. Ihr seid noch auf der Suche nach einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk? Dann schaut bei Beyer Dynamic vorbei und spart bis zu 50% auf Audioprodukte Handmade in Germany. Sichert euch 20% Rabatt auf alle personalisierbaren Manufakturkopfhörer wie das MMX300 Manufaktur Headset sowie aktuelle Bestpreise, die ihr ausschließlich im Onlineshop von Beyer Dynamic findet. Dort spart ihr euch außerdem ab einem Warenwert von 15 Euro die Versandkosten und Bestellungen bis zum 19. Dezember landen auch noch pünktlich zum Fest unter dem Weihnachtsbaum. In Dolmen hat die Menschheit das All kolonialisiert und große Tech-Firmen liefern sich in Wetteifern um den Platz an der Sonne, metaphorisch gesprochen. Auf Rivian Prime gibt es ein großes Vorkommen des titelgebenden Dolmen-Minerals. Und das erlaubt, mit verschiedenen Dimensionen in Kontakt zu treten, was die Erkundung des Weltraums natürlich revolutionieren könnte. Andere Universen bedeutet aber auch, dass gruselige Monster in unsere Welt schwappen könnten, was bei einem Unfall dann auch genauso passiert. Unsere Aufgabe ist es nun, auf dem Planeten die Minerale einzusammeln und die feindlichen Kreaturen zurückzuschlagen. Sobald wir in der Station landen, wird sofort klar, wie viel Souls hier drin steckt, nämlich eine ganze Menge, von der Kamera bis hin zum Bewegungssystem. Wir steuern Held oder Heldin durch verzweigte Gebiete, entdecken Geheimnisse und neue Abkürzungen, Items und Ressourcen und kämpfen gegen allerhand Gewürm. Das Kampfsystem ist dabei nahezu 1:1 aus dem großen Vorbild übernommen. Wir haben schwache und starke Angriffe, können blocken und ausweichen, müssen dabei aber immer unsere grüne Ausdauerleiste im Auge behalten, denn jeder Schlag, jedes Parieren zieht ein Stückchen davon ab. Die Feinde halten zwar zu Beginn nicht viel aus, wir aber auch nicht. Ein paar Schläge genügen, damit unsere Figur stirbt. Und wie gewohnt visieren wir einen einzelnen Gegner an, um ihn zu umkreisen und besagtes Ableben zu verhindern. Außerdem gibt es noch eine Art Phasensprung als Ersatz für die klassische Ausweichrolle. Für jedes besiegte Monster erhalten wir Naniten, die wir wiederum auf unserem Raumschiff in bessere Statuswerte für die eigene Spielfigur investieren. Dazu müssen wir uns aber an leuchtfeuerähnlichen Teleportpunkten erst einmal aufs Schiff beamen lassen und können dann an einer Station die Währung für mehr Leben, Stärke und so weiter und so fort investieren. Hier sieht man dann auch direkt, was Dolmen noch sehr, sehr dringend verbessern muss, und zwar die Menüs. Inventar, Skillbäume und alles andere sieht aktuell noch richtig billig aus. Vergleicht einmal diese Bildschirme mit denen aus Mortal Shell. Da liegen Welten zwischen. Natürlich ist es wichtig, dass die Menüs in erster Linie funktionieren, aber sie reißen durch den billigen Paint-Look doch sehr aus der sonst recht stimmigen Sci-Fi-Stimmung heraus. Wie gesagt, hier müssen die Macher definitiv noch einmal ran. Zurück zum Spiel. Die Leuchtfeuer sind nicht nur Teleporter, an ihnen laden wir auch unsere Lebensenergie und Batterien auf, dazu später mehr. Außerdem resetten sie genretypisch auch die meisten Feinde in der Umgebung, eine Pause will daher wohl überlegt sein. Zudem finden wir in den Leveln immer wieder das titelgebende Dolmen-Mineral, mit dem wir später einmal besiegte Bosse wiederbeleben oder an solchen Terminals Mitspieler anfordern können. In unserer Preview-Version funktionierte der Mehrspieler aber leider noch nicht richtig. Bevor wir aber jetzt weitermachen, noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die Entwickler. Es wäre toll, wenn man Charakter-Updates auch direkt an den Teleportern ausführen könnte, ohne jedes Mal den Ladebildschirm auf das Raumschiff abwarten zu müssen. Zurück zum Gameplay. Wir durchforsten, oder sollten wir besser sagen, sterben uns durch das erste Gebiet, legen Abkürzungen frei und landen beim obligatorischen Boss. Klingt also alles extrem nach Dark Souls und tatsächlich fühlt sich Dolmen in den ersten Stunden auch so an. Wir verlieren sogar unsere Naniten und andere Ressourcen, wenn wir mal sterben und unsere Überreste nicht vor dem nächsten Tod wieder einsammeln.
Aber je länger wir spielen und vor allem im zweiten Gebiet der Vorschauversion, merken wir, dass ein paar feine Neuerungen doch für ein ganz eigenes Spielgefühl sorgen. Das liegt in erster Linie an der Fernkampfwaffe. Wir haben immer eine Pistole oder ein Gewehr dabei. Die verbrauchen aber keine Ausdauer, sondern die blaue Batterieanzeige. Die füllt sich aber auch komplett und relativ schnell wieder auf. Wir haben also im Idealfall immer genügend Munition dabei. Gleichzeitig laden wir mit der Batterie aber auch unsere Lebensenergie wieder auf. Daraus ergeben sich insbesondere in den Bossgefechten eine Menge spannender Überlegungen. Wir können nämlich theoretisch immer austeilen und gleichzeitig unsere Angriffsenergien wieder aufladen. Und wir sind immer gleichzeitig Nah- und Fernkämpfer. Wir hauen also drauf, rollen weg und schießen. Während wir die blaue Leiste verbrauchen, lädt sich die Ausdauer wieder auf. Nur wollen wir jetzt auch blocken? Oder nehmen wir es in Kauf, dass wir im Zweifel einmal erwischt werden? Dann müssten wir nämlich die Batterie für unsere Lebensenergie aufbrauchen und bräuchten danach wieder ein paar ruhige Sekunden, um per begrenzter Items den blauen Balken nachzufüllen. Denn ja, die Batterie lädt sich zwar von selbst wieder auf, aber nur so weit, wie ihre Grundfüllung reicht. Und diese Grundfüllung verbrauchen wir, wenn wir Energie in die Lebenspunkte umleiten. Und dann gibt's ja auch noch den Energiemodus, mit dem wir deutlich mehr austeilen, aber ebenfalls logischerweise Energie aufbrauchen. Ihr seht also, es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber durch dieses ständige Abwägen zwischen Energieverbrauch sowie Fern- und Nahkampfangriffen spielt sich Dolmen dann doch recht eigen. Bislang ist uns an diesem coolen System nur ein Haken aufgefallen. Gerade am Anfang ist der Fernkampf doch sehr mächtig. Wir ballern etwa diesen Spinnengegner weg, ohne dass der auch nur irgendetwas dagegen tun kann. Und auch diesen mutierten Menschen schießen wir problemlos aus dem Weg. Seinem Feuerball weichen wir dabei spielend aus. Das ist hier übrigens doppelt hilfreich, weil das Monster im Nahkampf diesen fiesen Angriff einsetzt, von dem wir zwar per Icon gewarnt werden, den wir aber nicht blocken können. Im späteren Gebiet waren die Fernkämpfer dann allerdings schon deutlich mächtiger und wir schießen nicht mehr so einfach alles über den Haufen. Trotzdem konnten wir so vor allem am Anfang einige Szenen doch sehr einfach lösen. Also zumindest nachdem wir diese Besonderheit von Dolmen überhaupt erstmal kapiert hatten. Aber apropos kämpfen, die Angriffe der Feinde selbst sind noch nicht ganz optimal. Es ist oftmals kaum zu erkennen, welche Attacke die Kreaturen als nächstes ausführen oder ob sie überhaupt angreifen werden. Nur die roten Symbole für unblockbare Angriffe erkennen wir eindeutig. Trotzdem, an der Lesbarkeit der Gegneranimation müssen die Entwickler auch unbedingt noch arbeiten. Dafür kann das Leveldesign bereits größtenteils überzeugen. Wir schalten munter Abkürzungen frei, landen plötzlich wieder am Anfang und machen uns so die Gebiete immer zugänglicher. Im zweiten Bereich gibt es sogar diese riesigen Kreaturen, die uns den direkten Weg etwas erschweren. Klar, es ist sehr einfach, ihnen auszuweichen, aber eine schöne Idee bleibt's allemal. Allerdings ist unsere Einschätzung hier auch etwas mit Vorsicht zu genießen, weil wir Preview-bedingt eine ganze Reihe von Sackgassen hatten. Hier geht's nicht weiter, diese Tür ging nicht auf. Wie gut das Leveldesign dann wirklich ist, das bleibt abzuwarten. Zumal insbesondere diese Region eher wie eine riesige Fläche mit ein paar Gegnern und Hindernissen wirkte. Bleiben noch Loot und Lore übrig. Wir sammeln überall Ressourcen und Gegenstände ein, vor allem bei solchen versteckten NPCs erhalten wir sehr seltene Teile. Denen bauen wir dann auf unserem Raumschiff neue Waffen und Ausrüstungen zusammen. Der Clou dabei ist, dass wir Waffen mit verschiedenen Elementarvorteilen erschaffen. Feueraxt, Säureschwert, mit den richtigen Materialien ist das alles kein Problem. Das ist doppelt wichtig, weil zum einen die verschiedenen Gegner allesamt auf unterschiedliche Sachen allergisch reagieren. Die Spinnen sind etwa besonders anfällig gegen Kälte, weswegen wir sie per Blaster gern erst einmal einfrieren. So weichen wir nach einem kleinen Vorstoß auch viel einfacher aus, weil die Monster sich nun langsamer bewegen. Und das gilt dann im Übrigen auch für diese riesige Alienspinne. Zum anderen bestimmt unser Equipment, welche Technologien wir an diesem Baum hier freischalten. Es gibt drei Bereiche: Mensch, Revianer und Bohrer. Mit menschlichen Items erhalten wir etwa für ein Batterie-Item 50% mehr auf unsere Leiste, revianische Gegenstände erweitern unsere Lebensleiste und als Bohrer nimmt unsere Defensive zu. Wie motivierend das System ist, konnten wir aber noch nicht ganz feststellen, denn wir hatten in der Demo nur ein paar fertige Sets und haben ansonsten noch nicht viel gefunden.
Die Auswirkungen sind aber spürbar, wie unsere stärkeren Attacken eindrucksvoll beweisen. Die Lore verteilt Daumen hingegen sehr Souls-typisch. Solche Tafeln und Stationen geben immer wieder kleine Infohäppchen preis, mit denen wir uns dann nach und nach ein Bild der Gesamtsituation zusammenpuzzeln. Allerdings scheint das Rollenspiel seine Geschichte hin und wieder etwas stringenter zu erzählen. Funksprüche über unseren Kommunikator und Zwischensequenzen deuten etwas mehr Inszenierung an, auch wenn uns hier wohl kein narratives Meisterwerk erwartet. Aber allein, dass sich ein Feind in unseren Funk hackt, ist doch schon eine ganze Spur dynamischer, als wir es sonst aus dem Genre gewohnt sind. How did you get into this frequency? Bei der Optik sind wir hingegen noch etwas zwiegespalten. Vor allem Artdesign und Raytracing machen schon jetzt eine schicke Figur, aber zum einen ist die Gegnervielfalt noch sehr gering, hier gibt es etwa fast nur Spinnen und diese menschlichen Monster. Zum anderen funktioniert die Beleuchtung noch nicht immer richtig. Dieser Raum hier nutzt etwa so exzessiv Raytracing, dass er weniger realistisch, sondern mehr wie abgelutschter Zucker aussieht. An anderer Stelle fehlen Lichtquellen und Schattenwürfe. Die gute Nachricht ist, dass das alles lösbare Probleme sind. Und damit kommen wir auch zum finalen Eindruck von der frühen Dolmen-Version. Das Action-Rollenspiel wird das Genre nicht neu erfinden und hat noch viele Kinderkrankheiten. Aber die frischen Ideen sind sinnvoll integriert und die Probleme scheinen mit genug Polishing lösbar zu sein. Bleibt nur die Frage, ob Prime Matter, das neue Spielelabel von Koch Media, dem Entwicklerteam von Massive Work Studio die nötige Zeit gibt, um diese Herausforderung zu lösen. Das sollten sie aber dringend tun, denn schließlich soll sich der Name Prime Matter ja als Qualitätssiegel etablieren und nicht als Resterampe wahrgenommen werden. Die To-Do-Liste für die Entwickler ist jedenfalls sehr eindeutig. Das komplette Interface auf Vordermann bringen, die Lesbarkeit der Gegnerattacken überarbeiten und die Technik feinjustieren. Und dann kann Dolmen auch tatsächlich nächstes Jahr ein sehr gutes Souls-Abenteuer auf fernen Welten werden.